Hallo zusammen. Shani hier mit Laila und Polly, live vom Strand. In unserem letzten Vlog haben wir etwas entdeckt, von dem wir hoffen, dass es ein super seltener rosa Delfin sein könnte. Um das zu beweisen, werden wir ein Foto machen. Oma Pocket wird so stolz sein. Kommt schon, Mädels. Lasst uns loslegen. Also, wie können wir diesen rosa Delfin denn finden? Wir könnten mit dem Riesenrad fahren und dann halten wir Ausschau, ob wir ihn sehen. Oh, wir könnten das Wasser mit einem Jetski absuchen. Lasst uns beides machen. Und ich werde noch mehr über rosa Delfine herausfinden. Polly? Laila? Ach, Shani! Bella, ich wusste nicht, dass du hier bist. Meine Großtante wohnt in der Nähe des Parks, deshalb komme ich oft hierher. Das beste Riesenrad an der Küste. Was wollt ihr denn hier machen? Wir suchen einen rosa Delfin. Da du die Gegend so gut kennst, hast du irgendwelche rosa Delfine gesehen? Ich habe hier schon einige Delfine gesehen, aber noch nie einen rosanen. Aber wenn ich es mir recht überlege, meine Großtante erzählte mir immer ein altes Fischermärchen über die Regenbogenmeerjungfrau. Eine alte Legende besagt, dass dieses mystische Wesen die Gewässer rund um die Seebrücke beschützt. Aber das ist ja doch nur ein Märchen. Meerjungfrauen gibt es ja leider gar nicht. Bella, ich glaube, ich habe eine Überraschung für dich. Aber lass uns zum Plaudern irgendwo hingehen, wo wir winzig sind. Und gleich! Warte, du hast echte Meerjungfrauen gesehen? Das stimmt, aber nur einmal und sie wurden streng bewacht. Wow, Großtante Big hatte recht. Oh wow, ich würde gerne mal eine echte Meerjungfrau sehen. Mädels, was ist, wenn unser rosa Delfin die Regenbogenmeerjungfrau ist? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir teilen uns auf, damit wir besser den Boden beobachten können. Ich meine das Wasser. Wenn die Regenbogenmeerjungfrau echt ist, dann wird dieses Foto sogar noch sagenhafter sein. Damit wurde dieses Abenteuer gerade tausendmal magischer. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir tatsächlich eine echte Meerjungfrau finden könnten. Und was glaubt ihr? Ein rosa Delfin oder eine Meerjungfrau? Bleibt dran, um zu erfahren, wie es weitergeht. Hallo zusammen. Seid ihr bereit für einen Abenteuer-Vlog? Meine Familie macht einen Ausflug in den Regenbogenpark an der Seebrücke. Ich habe gehört, er ist magisch. Und das Beste daran ist, dass Laila und Shani mit uns kommen. Es ist ein Freundinnen- und Familienurlaub. Ein Familienurlaub. Nun ist es Zeit aufzubrechen. Ich glaube es immer noch nicht, dass wir gemeinsam hierher gefahren sind. Ich bin so gespannt darauf, den Park zu erkunden. Was sollen wir zuerst machen? Ich komme schon seit meiner Kindheit in den Ferien hierher. Ihr Mädels solltet die Seebrücke da drüben erkunden. Oh, seht euch diesen coolen Abenteuerpark an. Seid ihr bereit, Mädels? Zeit für ein kleines Abenteuer. Wir können hier so viel machen. Seht euch das Riesenrad da drüben an. Und das Karussell ist so großartig. Sind das etwa Jetskis da drüben? Hier, damit erkennst du es besser. Tatsächlich! Ich würde gerne mal eine Runde drehen. Moment mal, was ist das denn? Es kommt direkt auf uns zu. Oh. Ist das ein Hai? Ich habe noch nie von rosa Haien gehört. Aber ich habe von rosa Delfinen gehört. Sie sind super selten und sie zu sehen ist etwas sehr Besonderes. Hallo Mädels, wie war euer erster Tag? Unglaublich, Oma.
Wir haben eine rosa Flosse im Meer gesehen. Und wir glauben, es ist ein seltener rosa Delfin. Ah, so wie dieser hier? Ja, genau. So eine Flosse war es. Dieses Bild habe ich als Kind aufgenommen. Seitdem habe ich jedes Mal, wenn wir wieder hier Ferien gemacht haben, meine Kamera dabei gehabt, um ein noch besseres Foto zu machen. Aber ich habe ihn nie wieder gesehen. Mädels, denkt ihr auch, was ich denke? Aha! Oma Pocket, wir werden den Delfin finden und dir das gewünschte Foto mitbringen. Oh. Wir haben eine Mission. Wir müssen den seltenen rosa Delfin finden. Wir sind wie wissenschaftliche Entdecker oder Schatzsucher oder beides. Und ihr könnt uns auf unserem Abenteuer begleiten. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen. Polly, Shani und Lila hier. In unserem letzten Vlog hat uns Bella von einer Meerjungfrau erzählt, die die Gewässer rund um die Seebrücke beschützt. Wir glauben, dass unser rosa Delfin tatsächlich die Regenbogenmeerjungfrau sein könnte. Und Bella wird uns dabei helfen, sie zu finden. Und jetzt ist Zeit für ein Foto. Sagt Meerjungfrau! Polly und ich werden zum Riesenrad gehen. Und Bella und ich gehen an den Strand. Los geht's! Bis jetzt konnte ich nichts entdecken. Wie sieht's bei dir aus, Polly? Ich hätte da vielleicht eine Idee. Vergessen, nach der Meerjungfrau zu gucken.